Wer in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft ist, soll nach Plänen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn bald Freiheiten zurückbekommen. Wer vollständig geimpft wurde, kann in Zukunft wie jemand behandelt werden, der negativ getestet wurde, sagte Spahn der Bild am Sonntag. Hintergrund ist laut der Zeitung eine Analyse des Robert-Koch-Instituts. In dem Bericht heißt es, nach gegenwärtigem Kenntnisstand ist das Risiko einer Virusübertragung durch Personen, die vollständig geimpft wurden, spätestens zum Zeitpunkt ab dem 15. Tag nach Gabe der zweiten Impfdosis, geringer als bei Vorliegen eines negativen Antigen-Schnelltests bei symptomlosen infizierten Personen. Die Ministerpräsidentenkonferenz hatte das Robert-Koch-Institut um eine Analyse zu dem Thema gebeten. Spahn will die Test- und Quarantänebefreiung für Geimpfte zügig in den nächsten Wochen umsetzen.